Ein guter Judoka braucht nicht zu sehen. Er spürt, was sein Gegner vorhat. Ist für Kinder mit Beeinträchtigungen eine ganz tolle Sache, weil es ist ein ganzheitlicher Sport. Es wird alles trainiert dabei und die haben natürlich noch dazu eben diesen sozialen Aspekt, dass jedes Kind hat also ein anderes Kind, mit dem es übt. Die müssen aufeinander eingehen und die Judo-Prinzipien greifen wieder, dass man nur lernt, wenn einem geholfen wird und man dem anderen Kind hilft. Es ist eben nicht nur ein Sport für Kinder mit Behinderungen, sondern es ist eine Art Lebenshilfe. Konzentriert sich mehr dabei. Also ich finde das Werfen schön, ja, weil man da zeigen kann, wie stark man ist. Wir haben in jeder Gruppe, wo wir mit Kindern, Jugendlichen und Menschen mit Behinderungen arbeiten, sind immer 5 Trainer dabei. Das ist ein sehr schöner Betreuungsschlüssel. Unsere Kinder brauchen speziell wirklich eine führende Hand. Und da musst du konsequent beibleiben. Und das setzen die Trainer fantastisch um. Ja, die sind sehr nett und auch sehr geduldig und erklären auch Sachen 100-mal, wenn man es nicht versteht. Also Judo wird erst dann schön, wenn man nicht mehr versucht zu sehen, was man macht oder was der Gegner tut. Also für mich ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass ich durch meine Sehbehinderung gelernt habe, besser hinzuspüren und nicht mehr hinzugucken. Ich würde mir wünschen, dass andere Vereine auch dort aktiver werden und einfach auch erkennen, dass das Arbeiten mit behinderten Kindern auch in diesem Umfang einfach eine ganz tolle Sache ist. Das Besondere ist hier auch zu sehen, dass man individuell auf jede einzelne Krankheit eingeht und entsprechende Trainer hat und dadurch eine Voraussetzung schafft, die normalerweise nicht vorzufinden ist in anderen Vereinen oder so, wo nämlich Leute nebeneinander sind. Ja, das Besondere ist, glaube ich, dass die Krankheit dann ein bisschen in den Hintergrund tritt, weil sie sind oftmals nur mit ihren Gleichkranken Leidensgenossen unterwegs und auf einmal kommen sie in einen Integrations-Judo-Verein und dieser Judo-Verein zeigt ihnen ganz einfach, ich kann auch mit den anderen und die anderen nehmen Rücksicht auf mich. Und dieses Gefühl, ich glaube, das ist ein wesentliches Element dabei, gesund zu werden oder sich gesund zu fühlen, wenigstens, wenn man es anders nicht hinbekommt.